kann ich, Herr Niedrich, nach allem, was passiert ist, wirklich noch vertrauen? Erst greift er mich mit einer Axt an, tut dann so, als wäre nichts geschehen, beschuldigt mich als psychisch krank, wird von Lebny konfrontiert, aber beharrt trotzdem auf seine Aussage und lädt mich nun selbst zu einem Therapiegespräch ein. In der heutigen Folge erfahren wir endlich die Wahrheit. Ist das, was Herr Niedrich sagt, korrekt, was allerdings bedeuten würde, dass ich wirklich psychisch krank bin? Oder lügt er Lebny und mich an, was Krieg bedeuten würde? Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um mit mir gemeinsam die Wahrheit herauszufinden, und jetzt viel Spaß mit der 7. Folge Minecraft Snowdon. Ah, Lebny, du hast mich herbestellt. Was gibt's denn? Es ist folgendermaßen. Wir hatten ja letztens ein Gespräch und ich habe mit Herrn Niedrich geredet. Oh, ja, wegen dem Vorfall. Ich weiß, die Zeiten sind schwierig und so, aber ich habe mit ihm geredet und ich glaube, du bist ein bisschen zu viel belastet und vielleicht ist auch einfach nur alles ein Traum. Wir waren gemeinsam in der Front und manchmal verläuft es ja nicht so, wie man will. Ich habe mit ihm geredet und er hat mich überzeugen können, dass er das nicht gemacht hat. Du kannst ihm vertrauen. Er ist Arzt. Vielleicht kann er dir ein bisschen helfen, damit du Realität von deinem Traum ein bisschen unterscheiden kannst. Ich habe hier eine Blaupause angefertigt. Von dem Villager-Haus. Die Gerüste sind aufgebaut. Ich bin mir sicher, es würde am Ende dieses Tages schon stehen. Also, Männer, habt ihr denn alle schon gewählt bereits zu diesem heutigen Zeitpunkt? Nein. Okay. Wir haben noch eine Wahlzettel. Ich gebe dir diesen. Neon Johann gibt es als Kandidat. Oh, wen wähle ich denn jetzt? Meine sehr geehrten Freunde der Sonne, im Namen der Lemoyne Corporation haben wir hier diese Wahl heute veranstaltet. Und tatsächlich werden jetzt die Wahlergebnisse ausgewertet. Ja. Sorry, ich wollte nicht mit rein. Ja, ach, Ketterfox. Jeder, der hier in 5 Sekunden noch ist, ist gebannt. Lebny, kommst du mal runter? Ich habe keinen Platz im Inventar. Ja, ich mach das. Ich habe aber auch gar keinen Platz. Warte, wir machen das so. Einmal bitte Ruhe. Lebny, lese gerne das erste Wahlergebnis vor. Also, das erste Wahlergebnis. Also, hier steht Paprika-Pepe drin. Okay, das zählt nicht. Das verbrennen wir. Nächstes Wahlergebnis. Johann von Hessingen, jawohl. Der hat tatsächlich Bürgermeister. Kommen wir zu dem nächsten Wahlzettel. Johann Gohan Bohan. Jawohl, Johann von Hessingen. Johann Rohan Rohan. Es sieht gut aus. Johann Johann. Johann Johann. Iran. 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 Iran von Hessingen, let's go. Nächstes Wahlergebnis. Neon Johann, noch einmal. Neon Johann. Neon Johann, let's go. Johann von Hessingen. Let's go, Johann von Hessingen. Neon Johann! Kuhhähnchen! Johann! Zum allerletzten Wahlergebnis. Das ist eine spannende Wahl hier. Neon Johann! Let's go! Oh mein Gott. Und damit gewinnt mit 10 Stimmen Neon Johann. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Bitte, stelle dich hier hin. Wir erwarten einige Wörter. Ja, also erstmal bedanke ich mich natürlich dafür, dass ich gewählt wurde. Das ist mir eine große Ehre. Als erstes oder als wichtigsten trotzdem auch die Sheriffswahl hier ansprechen. Die wird auch bald geschehen, weil wir brauchen trotz allem natürlich eine Person hier, die für Gerechtigkeit und Schutz sorgt. Andere Dinge kommen dann alle noch mit der Zeit. Da wird noch wann anders drüber gesprochen. Weil ich mir dann noch mehr Gedanken zu machen muss. Vielen Dank. Neon Johann! Let's go! Sind Sie bestechlich? Nein. Sind Sie sicher? Ich, ja. Yes, ich hab wirklich, das sind alle meine Sachen. Nehmen Sie das bitte wirklich wieder. Bitte alle weitermachen. Hier gibt's absolut nichts zu sehen. Ist eigentlich alles gut gelaufen. Hat eigentlich alles ganz gut geklappt und wir wurden auch nicht angesprochen auf dieses Zeitungsgeschehen. Wir sollten aber trotzdem, damit unser Ruf hier definitiv in der Stadt erhalten bleibt. Wie gesagt, ich habe ja ein Haus errichtet extra für die. Wir sollten definitiv eventuell noch diese Orden verteilen und den Wissenschaftspreis. Wir sollten das machen im Namen der Lemoyne Corporation. Wir haben eh schon ein sehr, sehr gutes Blatt, weil wir hier das Rathaus eigens erbauen. Guten Abend, Herr Hitt. Ich lade Sie morgen Abend um Punkt 20 Uhr zu einer privaten Session in meiner neuen Kopfdoktorpraxis ein. Nach dem letzten Treffen mit Ihnen sind mir deutliche posttraumatische Symptome aufgefallen. Ich will Ihnen in jedem Fall helfen. Liebe Grüße, Herr Niedrig. Kuss, Kuss. Männer, nach der ganzen Sache, die jetzt hier über die letzte Zeit passiert ist, gibt es tatsächlich doch auch gute Seiten und eventuell haben wir uns getäuscht oder es ist ein Manöver, um uns auszutricksen. Aber off-cam haben wir die beiden Krügerbrüder angetroffen und sie haben mir folgendes festliches Geschenk ermittelt.
Das ist doch wunderbar, beziehungsweise ist es kein Geschenk. Es war ein Deal, Munition gegen diese Rüstung. Es gab ja bereits Gerüchte, dass die Krügers ebenfalls eine Art Mafia gründen. Haben sie eventuell entdeckt, dass wir ebenfalls solche Machenschaften treiben und wollen sich zusammenschließen für noch größere Macht? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch nur ein Akt der Freundlichkeit, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich denke, ich werde mich schon mal bereit machen für den Termin mit Herrn Niedrig, weil diese ganzen Blöcke will ich jetzt auch nicht zum Arzttermin mitnehmen. Die Waffe, ja, ich nehme die mal sicherheitshalber noch mit. Zu dem Termin muss man natürlich sagen, ich habe ja im Vorfeld schon den Brief erhalten von Herrn Niedrig. Er klingt natürlich sehr beunruhigend, sagen wir mal so. Allerdings muss ich auch dazu erwähnen, dass ich Herrn Niedrig, denke ich, vertrauen kann als einer der wenigen hier in dieser Stadt. Er war auch früher schon mein Hausarzt, basically. Er hat mich immer behandelt, immer untersucht und mir auch häufig geholfen. Weswegen wir uns auch entschieden haben, ihn letzten Endes mitzunehmen. Aber nun gut, ich denke, ich werde erstmal bei Herrn Niedrig anklopfen. Wir haben es gleich 20 Uhr und dann sehen wir mal, was wird. Was wird? Hallo, klopf, klopf. Herr Niedrig, Preisstrategie? Mhm, da sitzt er unter der Erde. Hallo? Hallo, Herr Niedrig? Sie haben tatsächlich meine Einladung angenommen. Natürlich. Ich bin sehr erfreut. Ja, Sie sind tatsächlich auch sogar eine Minute früher gekommen. Kommen Sie doch rein. Danke, vielen Dank. Danke. Ja, tatsächlich, lass mir mal meine Katze Herbert vorstellen. Also, den haben Sie mir mittlerweile schon dreimal vorgestellt. Ich glaube, irgendwas ist hier noch ein bisschen falsch. Ich glaube, das bilden Sie sich nur ein. Das ist tatsächlich auch eine der Sachen, worüber ich mit Ihnen reden wollte. Kann ich Ihnen noch irgendwas anbieten? Vielleicht einen Tee? Kopfdoktor, hereinspaziert. Was Wasser. Haben Sie denn? Was haben Sie denn? Also ein Wässerchen würde ich tatsächlich schon nehmen. Das wäre okay, wunderbar. Dann setzen Sie sich doch schon mal hin. Oh, das ist natürlich auch ein Versehen. Gar nicht gesund. Mein Vertrauen ist seit jeher angeschlagen, auch dass ich Herrn Kutscher damals nicht vertrauen konnte. Das fällt mir grundsätzlich relativ schwer, muss ich tatsächlich zugestehen. Haben Sie denn vielleicht eventuell weitere Halluzinationen? Da gibt es noch eine Sache, das war nach einem Gespräch mit Ihnen. Mit mir? Ja, da kann ich mich aber auch nur ganz flüchtig erinnern. Wir haben gesprochen, ich glaube, über die Tunnelgräber hier in der Stadt. Ich weiß, Sie haben auch schon mit Lebni darüber gesprochen, aber ich wurde verfolgt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich verbinde Sie damit. Ich möchte Ihnen nochmal aufrichtig sagen, dass ich wirklich da bin für Sie und Ihnen auch wirklich helfen möchte und eigentlich auf Ihrer Seite stehe.